Liebe Freunde, willkommen zurück zu Foundation und unserem kleinen, aber feinen Städtchen, Siedlung, Dorf, was auch immer. Man sieht jetzt hier schön die Draufsicht und wir machen natürlich gleich weiter und wollen uns natürlich etwas vergrößern. Witzigerweise ist jetzt auch das Alpha-Inhalts-Update Nummer 2 von den Entwicklern erschienen. Das ist bereits in Steam als Vorschauversion zum Spielen. Ich werde es auf jeden Fall mal antesten. Es ist also noch nicht wirklich für die normale Version jetzt released. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wie das jetzt auf dieses Savegame sich auswirkt. Aber da gibt es ein paar coole Neuerungen, was die Karten angeht. Ein paar Quests, das User-Interface wurde ein bisschen angepasst. Und es gibt ein paar neue Gebäude, unter anderem ein riesen Kloster, was ziemlich beeindruckend aussah. Das Infovideo folgt aber bald. So, wir machen weiter. Ich habe jetzt hier mal die Grenzen ausgeblendet, das werde ich gleich mal wieder einblenden, damit wir wissen, wo wir stehen. Ich habe hier ja jetzt wieder angefangen anzupflanzen, damit wir hier die Gebiete auch weiterhin benutzen können. Ich bin gespannt, das möchte ich nämlich sehen, ob sich das Lager hier füllt. 58 Steine sind schon drin und ich habe irgendwie das Gefühl... Noch nicht. Ich habe es mal gesehen. Das Lagerhaus. Ich habe es mal gesehen, dass sich das irgendwo gefüllt hat. Im Video vielleicht. Das würde ich auch gerne haben, weil es doch ziemlich cool aussieht einfach und man erkennt, was drin ist. Okay, machen wir weiter. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben, ich muss mir mal die Liste der Dorfbewohner angucken, einen Arbeitslosen. Und was ist mit Jane? Zum Beispiel Kleidung will ich auch erst anfangen. Das letzte Bedürfnis aktuell. Wenn... die anderen Bedürfnisse erfüllt sind. Ich gehe hier mal durch. Es müssten alle auf 75 sein. Außer Florenz. Der hat noch kein Haus. Und dafür scheint noch kein Platz zu sein. Und ich bin auf minus 13 hier. Da muss ich mal gucken, ob ich das beim Budget sehen kann. Minus 24. Ja, das ist hier wirklich das Gesamt. Die Gesamtausgaben und Einnahmen. Okay, wir haben einen Arbeitslosen. Ich muss gucken, wo hier was noch zu tun ist. Ob wir... was wir da genau brauchen. Und ich würde noch ein Haus bauen. Die Frage ist, ich möchte es schon ein bisschen vernünftig gestalten. Es ist aber nicht mehr so einfach, jetzt neue Gebiete zu kaufen. Das seht ihr direkt. Man muss von Anfang an so ein bisschen vorausplanen. Was ich aber machen kann ist... ich gucke mir die Zonen an und möchte... ein Wohngebiet eventuell erweitern. Naja, hier ist der Weg. Den wollten wir eigentlich so lassen. Ich werde aber hier mal weiterbauen, den Weg. So. Dass sie mit dran setzen. Eventuell wird hier noch ein Gebäude gebaut, ein Wohnhaus. Denn ich würde sagen, ich brauche bloß noch eins. Eventuell bauen die auch wirklich nur, wenn sie Arbeit haben. Das ist voll ausgelastet. Ein von einem Arbeiter, ein von drei Arbeitern. Und ich werde sagen, wir nehmen hier Florence oder Florence, Florence mit rein. Die Bäumchen wachsen hier schon. Und das heißt, wir haben alle Dorfbewohner beschäftigt. Und Florence will ich mal sehen, ob sie dann auch ein Haus baut. So, wir haben 10 plus an Einnahmen. Und hier sind die drei Quests noch aktiv. Eben der Gewinn, die wir haben wollen. Dann bekommen wir 100. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht Ruhm oder sowas. Die Handelsrouten müssen wir freischalten und ein Herrenhaus bauen. Wir können natürlich noch einiges bauen. Das Lagerhaus habe ich bereits. Ich werde das ja auch jetzt mal ein bisschen anders angehen als mein erstes Let's Play und versuchen, das ein bisschen als Marktplatz in der Mitte zu zentralisieren und auch mit dem Lagerhaus. Das hat ja vorher nicht so ganz geklappt.
Da gab es immer noch ein paar Probleme mit der Verteilung auch und das will ich jetzt mal von vornherein besser machen. Ein Holztor ist nicht schlecht, brauche ich jetzt aber noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja, mehr Mitarbeiter weiß ich nicht. Ich würde natürlich gerne ein Herrenhaus. Das ist das Herrenhaus. Das braucht natürlich auch viel. Das möchte ich jetzt noch nicht unbedingt bauen. Ein Kleidermarkt. Ich bräuchte eigentlich diese drei Sachen noch. Aber ich weiß auch immer nicht, wie viele Personen dort arbeiten müssen. Das wäre interessant zu wissen, damit ich das abschätzen kann, wie viele Leute ich mir da noch mit reinhole, damit ich die Bedürfnisse alle erfüllen kann und wo ich das hinsetze. Weil eigentlich möchte ich das Gebiet hier unten haben. Wenn ich mir die Gebiete angucke, würde ich das gerne haben. Ich kann es nicht kaufen. Damit ich hier eben noch ein bisschen schön ein Wohngebiet habe und mich erweitern kann. Hier oben wäre natürlich auch nicht schlecht. Mit noch mehr Stein und Beeren. Ich würde sagen, wir bauen doch mal das Herrenhaus. Nee, wir machen die neue Einwanderung, lassen wir zu. Und dann baue ich eben eine Schäferei, die auch Platz benötigt. Und hier oben ist es wirklich nicht ideal. Nicht ideal. Dann bleibt mir erstmal wirklich nur übrig, das Herrenhaus zu bauen. Ich mache mal die höchste Geschwindigkeit und möchte gucken, dass ich neue Mitarbeiter oder Dorfbewohner erstmal reinbekomme, weil ich nicht wirklich jetzt diesen Bau noch anfangen will. Dafür brauche ich schon noch einiges am Platz. Ich werde mir mal das Gebiet jetzt angucken. Das Wohngebiet hier. Ich werde es auch wieder wegmachen. Die Wege sollen auch irgendwie hier so ein bisschen bleiben. Ich könnte natürlich auch versuchen, das hier mit ranzusetzen. Vielleicht wird hier noch irgendwas gebaut. Keine Ahnung. Und nehmen das Rote hier weg. Vielleicht wird noch genau ein Haus hier reingebaut. Ich hoffe. Und dann würde ich nämlich exakt die 75% Zufriedenheit erreichen. So, wir haben zwei neue Dorfbewohner. Und ich muss mal gucken wegen dem Budget. Unterhaltskosten. Osthaus. Okay. Das kostet doch eine ganze Menge. Beeren haben wir auch genug. Es wird auch hier hin und her gerannt. Beeren sind aber hier auch noch nicht drin. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Handel. Handelsroute freischalten für. Was ist das? Bretter. Und verkaufen können wir auch. Was haben wir denn im Überfluss? Bretter zum Beispiel. Die kaufen Bretter. Also nehme ich das erstmal. Ich habe Bretter zur Verfügung und natürlich Holz. Und die brauchen Kohle. Und sonst etwas. Quatsch, die brauchen nur Gold, Kleidung und Wolle. Also werde ich diese Handelsroute hier freischalten einfach. Auftrag ist erreicht. Und Handelswaren. Kann ich denn überhaupt handeln aus diesem Handelshaus? Ich will die Bretter verkaufen. Ist das Inventar die Stückzahl? Oh Gottes Willen. Oberhalb. Ich mache mal, glaube ich, das erste. Das heißt nämlich, wie viel möchte ich verkaufen? Und das andere ist, bis zu einer Obergrenze kann verkauft werden. Mach mal 10 hier.
Nachbarstädte, die kaufen Beeren, Steine haben wir auch und eben Bretter. Und Steine können wir auch verkaufen. Das Lagerhaus. Gucken wir noch mal. Das ist wirklich noch sehr rudimentär. Okay, wir haben hier auch eventuell was eingenommen, weil der Verkauf startet. Und ich mache jetzt noch mal Steine. 20 machen wir hier mal, hier unten auch, bei den Brettern. Davon haben wir erstmal genug. Und Handelseinnahmen 0. Okay. Handelseinnahmen 0. Brauchen wir denn hier noch irgendwas? Oder muss es ein Handelshaus geben? Da muss ich nochmal gucken. Das Lagerhaus ist für die Lagerung von Waren sowie für den Handel benötigt. Vorabkosten. Ja, okay. Jetzt muss ich gucken. Maximum einlagern. Lager leeren. Annehmen. Okay. Zwei neue Dorfbewohner kommen. Und ich würde sagen, wenn die da sind und das 20 sind, werde ich das erstmal wieder stoppen, die Einwanderung kurz. Bretter. Handel. Macht er denn jetzt schon was? Jetzt muss ich mal das Budget auch noch angucken. Nee, es ist hier noch nichts reingekommen. Okay, Handel ist offen. Ich mache einfach mal das. Oberhalb der Stückzahl verkaufen. Ach so, also alles, was über, machen wir mal 40 ist, kann verkauft werden. Ich mache mal Steuerung, Shift, Alt, geht nicht. Mache ich hier auch mal 40, auch mal hier oberhalb, und ich hoffe, dass das dann irgendwie anspringt. Dass er jetzt alles abverkauft bis zu einer maximalen Stückzahl von 40. Es ist schwierig, weil es halt auf Deutsch hier reingequetscht wurde, die Übersetzung überhaupt. Haben wir, die Einwanderung schalte ich erstmal kurz aus. Warum wird nichts verkauft? Ist das wegen den Wochen? Nee, da muss ich nochmal gucken. Eigentlich aktualisiert es richtig flott sozusagen, aber kein Handel. Ja, das ist hier nur das Einlagern. Die nehmen alles an. Das ist auch drin. Jetzt ist was verkauft, oder? Das ging eben schon runter. Das waren die Bretter. 489 habe ich sofort da. Und das Budget mache ich nochmal zu und nochmal auf. Nee. Gesamteinnahmen 287, das heißt, ich muss ja 117 eingenommen haben. Handelseinnahmen. Ach, hier oben steht jetzt Handelseinnahmen. Gesamt. Okay. Ja, sehr schön. Das muss natürlich so weitergehen. Sehr gerne. Ich habe jetzt auf jeden Fall Handelseinnahmen. Das wird das hier. Ich hoffe, das geht über die 500 hinaus, damit ich mir das überhaupt leisten kann. Okay. So, die Liste lassen wir auf. Wir haben eine Menge Arbeitslose. 2, 4, 6 Stück. Wir rüsten dann also alles auf. Hier. Arbeiter. Ich gucke mal, wie viel Bauarbeiter. Ich glaube, das ist auch schon. Nee, es ist nicht zusammen. Ich würde das gerne zusammen haben. Das ist ein bisschen. Ich hoffe, das kommt mit dem neuen Update. Also, Träger habe ich 2. Sammler 2. Bauarbeiter 2. Vielleicht brauche ich Träger noch. Ich mache einfach mal Träger noch ein. Und Carla als Bauarbeiter. Okay.
brauche hier mehr Einnahmen und da muss ich gucken. Ein Herrenhaus. Ja. Ich habe keinen Platz dafür. Gibt's hier nicht ein Darlehen? Ne, gibt's nicht. Jetzt ist hier das Handels, die Handelseinnahmen sind hier auch drin, okay. Ich könnte anfangen, eine Schäferei zu bauen. Machen wir das einfach mal hier oben. So schön am Berg hier. Das sieht doch nicht schlecht aus. Okay. Eine Schäferei. Dann haben wir eine Weberei. Die werde ich gleich mit hier reinsetzen. Ja, so sieht gut aus. Ist natürlich im Wald drin, aber okay. Und dann mache ich einen Kleidermarkt. Mit hier unten. Sobald die ersten Waren produziert wurden. Und ich denke... Ich denke, ich bekomme gleich hier das neue, die neue Entwicklungszone für die Schafe, denke ich. Ich bin nicht sicher. Muss ja dazukommen irgendwie. Gebaut wird fleißig. Die Wege entwickeln sich auch gut hier. Das finde ich auch cool. Aber ich brauche eben wirklich mehr Platz. Das kann ich hier wegmachen. Hier wird eben kein Haus gebaut. Das ist doof. Mache ich das hier weg? So. Ich möchte das hier unten wirklich vergrößern. Gerne. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Muss wirklich mal im Budget gucken. Die Ausgaben, allgemeine Ausgaben. Ich denke mal. Muss mal gucken, was das kostet. Ja, es kostet natürlich direkt 200 Gold und sowas alles. Also das ist schon ordentlich. Ich finde es aber wirklich gut, weil es entwickelt sich ein kleines Wirtschaftssystem, ein kleiner Kreislauf. Und was ist denn jetzt hier los? Ach, die brauchen so viel Steine. Oder geht hier so im Handel so viel raus? Moment. Das war dann natürlich oberhalb der Stückzahl verkaufen. Bis das Inventar, achso, jetzt weiß ich, was das heißt. Bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat, das muss ich machen. Das heißt, ich sammle erstmal 40 an und Ressourcen jeweils und dann kann es freigegeben werden zum Verkauf. Und das will ich genauso haben. Lassen wir auch so. Die Weberei ist fertig, okay. Brauchen wir aber im Moment auch noch nicht. Denn ich will erstmal natürlich die Schafe haben hier. Was fehlt hier noch? Werkzeuge. Ich muss die... Ich kann die wirklich noch nicht selber... Die muss ich importieren. Okay. Handel. Verkauft Werkzeug für 10 Gold. Das heißt, die muss ich importieren. Bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Ja. Bis oberhalb der Stückzahl verkaufen. Ach, das ist jetzt Einkauf, glaube ich. Moment, da darf ich nichts falsch machen. Bis oberhalb der Stückzahl verkaufen. Ja, das war schon richtig, aber es hat irgendwie doch nicht funktioniert. Und das will ich ja jetzt drin haben, also 20. Aber es ging, das war trotzdem komisch, dass es runterging auf 0. Dafür habe ich ja hier gar nicht gebraucht. 20 Steine. Und die Weberei. Auch 20 Steine. Ich hätte ja über 100. Und jetzt denke ich, dass ich Werkzeuge annehmen. Marmor nehme ich auch an. Brot. Ich glaube, da gibt es auch einen Markt... Für Brot. Da muss ich gucken, ob ich das überhaupt annehmen möchte. Erstmal ablehnen. Brot ablehnen, Beeren ablehnen.
So, das wundert mich ein bisschen. Werkzeuge sind jetzt doch da, die sind reingekommen, okay. Aber es ist noch nicht so richtig. Handelsausgaben, okay, ja. Das sind die Werkzeuge, müssen das gewesen sein für 200. Moment, ich muss mal gucken, ob ich das direkt auf Englisch stellen kann, weil das geht nicht. Englisch. Okay, dann muss ich wahrscheinlich neu starten, das ist doof. Bis oberhalb der Stückzahl verkaufen. Bis oberhalb der Stückzahl verkaufen. Bin nicht sicher, was es heißt, aber wir haben erstmal hier trotzdem einen, ja, Spawn Sheep. Please remove one. Okay, das ist jetzt auf Englisch. Budget und hier Handel. Sell all above the value. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Genau. Buy until inventory. Also ich will, bis ich 20 im Lager habe, einkaufen und dann eben nicht mehr. Es sollen also immer 20 durch Handel eingekauft werden. Und alles, was ich über 40 habe, soll verkauft werden. Das klappt hier aber nicht. Und das wundert mich. Holz habe ich genug. Das heißt, hier ist jetzt ein Schäfer drin. Und hier brauche ich eben noch einen Arbeiter. Und ich habe jetzt hier einen Weber. Jetzt stelle ich wieder auf Deutsch um. Okay, das hat geklappt. Und ich mache jetzt irgendwo eine Mauer oder sowas. Und dann mache ich da die Schafe rein. Die sollen hier eben nicht rumlaufen. Wenn ich das überhaupt kann. Nee, das kann ich auch noch nicht wirklich. Schaf züchten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht missbrauchen, okay. So, das sind die Schafe hier, die jetzt hier rumrennen. Das dauert eine Weile. Ich brauche jetzt wieder neue Arbeiter. Jetzt muss ich mal gucken. Wieso gehen jetzt auf einmal schon so viele Beeren raus? Bärenmarkt. Ich brauche mehr Sammler. Und da gucken wir doch mal, dass wir einen Bauarbeiter umwandeln zum Sammler. Das ist okay. Bärenmarkt, ein Arbeiter zugewiesen. Und hier muss ich jetzt halt echt aufpassen, woran das liegt. Hier sind zwei drin, die müssen also gesammelt werden. Zwei neue Dorfbewohner kommen. Okay, das heißt, ich nehme die erstmal raus. Träger brauche ich wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Träger brauche. Ich kann das nicht sehen, ob die wirklich aktiv sind. Ja, Kleidung ist produziert. Sehr gut. Kleidung ist produziert. So, ich mache mal hier unten das Gebiet ein. Wo war das? Da. Jetzt habe ich was gekauft. Sehr schön. Das ist jetzt Teil unseres Gebiets. Das mache ich mal aus. Denn ich kann jetzt endlich die Wohngebäude weiter ausbauen hier. Darauf habe ich endlich gewartet. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier die gelbe Linie ist. Die ist hier unten. Ach so, ich mache erstmal eins. Ich will hier das abholzen auch. Alles, was geht, abholzen. Ich hoffe, die rennen auch hierher. Und mache das Wohngebiet erstmal hier unten dann auch weiterhin. Bis schön ans Wasser ran. Machen wir das mal so einfach schön. Ja. Dann kann ich nämlich auch ein Herrenhaus bauen. Ja, es wird gebaut, sehr schön.
Zwei Arbeitslose. Jetzt muss ich gucken. Es füllt sich wieder auf. Das ist gut. Ein von ein Arbeiter. Fünf. Okay. Das heißt, ich mache noch eine rein und mache gleich einen Kleidermarkt. Und dann vergrößern wir auf jeden Fall schon unsere Siedlung damit. Der Kleidermarkt kommt hier hin. Ja, sehr gut. Also Freunde, wir machen hier eine kurze Pause. Es sind schon wieder 25 Minuten um. Es geht schnell und der Wuselfaktor setzt bereits ein. Und ich finde es super. Und wir wachsen sehr gut. Das macht wirklich Spaß im Moment. Fühlt sich ausbalancierter an. Mit der dynamischen Wirtschaft, die ein bisschen besser funktioniert. Und die Bedürfnisse und so weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, Abo nicht vergessen und die Glocke nicht vergessen, damit ihr informiert werdet über neue Inhalte. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video von Foundation. Bis dahin, macht's gut. Ciao.